Hallo an meinem Basteltisch. Ja, im Anschluss zeige ich jetzt nochmal den zweiten Teil, für den ich gedreht habe für diese Junk Journal Hortensia. Da hatte ich mir eine Signatur vorgenommen und habe dann da was mit meinen ganzen Stempeln so dekoriert. Jo, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen weiter an diesem Junk Journal und habe mir mal so ein bisschen Stempel rausgesucht. Die Bäden hier, der und der, die sind von Paper Artsy. Aus so einem ganz kleinen, ja, Platten. Oh, das ist genau das, was ich immer gesagt habe, leider. Hier haben wir schon das Thema mit dem schwarzen EZ Mount, was einfach nicht mehr klebt. Der fliegt hier laufend runter. Und jetzt immer ein bisschen brutal. Und kleben den da einfach mal auf. Also, das ist hier so, ne, so. Schöne Unterschrift, ein bisschen Text. Und das Ding, na, das geht noch hier. Weil das Schlimmste ist ja eigentlich, was einem passieren kann, ja. Der ist ja so halbwegs drauf. Man setzt den an und der blubbt runter. Also dann freut man sich ganz besonders. Wobei das jetzt hier nicht ganz so schlimm ist, ne, weil es ist ja alles ein bisschen Junk-Journal-Bereich. Dann habe ich mir hier noch was rausgesucht. Das ist nur so alle möglichen Flecke und so was alle. Die sind für Ränder, dachte ich. Und hier neben mir habe ich ganz, meine Inemappe mit den Blumenstempeln. Hier habe ich schon mal ein bisschen was probiert. Ich habe dieses Stempelkissen hier, finde ich total schön. Dieses von Archival Grape. Das gibt es aber in der Form ja nicht mehr. Das ist dieses etwas dunklere Lila, ja, so. Weiß ich ja nicht, was das so noch für. Also, ich habe da ein bisschen versäumt, mir einen Nachfüller zu kaufen damals. Finde ich echt schade, weil das ist eins meiner Lieblinge. Und das ist dieses neue Grape Soda. Das hatte ich mir irgendwann gekauft. Das ist schon sehr, ja, sehr lila. Aber ich glaube so. Mal gucken. Und jetzt habe ich gedacht, hier muss noch ein bisschen was drin. Ich habe ja überall ein bisschen was schabloniert und so. Aber das reicht mir nicht so. Deshalb nehmen wir das jetzt hier mal irgendwie auseinander und gucken mal, was man da noch drauf machen kann. Ja, auf so eine Seite hier würde ich natürlich jetzt nicht irgendwie was drauf stempeln. Ich habe ja schon schabloniert hier, aber eigentlich fehlen mir so kleine Highlights. Und deshalb, die hier finde ich ja sehr schön. Das ist mal ein Stempelset gewesen. Muss mal gucken, hier irgendwie hängt das hier ein bisschen fest. Mein Blatt. Ich nehme ja immer so ein Blatt zum drunter. Das wisst ihr ja nun mittlerweile schon. Und zwar. Ist das mal ein Stempelset? Das sind eigentlich, die waren so, wie sie jetzt auch sind. Das ist wie ein Hochzeitsset oder so. Die haben da so ein EZ-Mount drunter und das ist aber eigentlich zum Draufkleben auf dem Holz gewesen. Deshalb ist das auf meiner Folie auch ganz schlimm. Das zieht sich immer mal wieder ab. Das Ganze. Aber ich finde das jetzt ja nicht mehr so schlecht zu benutzen, weil diese Blüte wird ja immer aus irgendeinem Wort gebildet hier. Bei dem hier steht jetzt hier dreimal Love da. Und das finde ich schon irgendwie sehr schön. Wie gesagt, das scheint ein Hochzeitsset gewesen zu sein. Aber Liebe kann man immer gebrauchen. Das hat nichts damit zu tun, dass hier gerade eine Hochzeit gemeint war. Ja, ich muss mal gucken, was ist da noch. Bin ich jetzt ein bisschen. Ich muss die wahrscheinlich immer mal vorher abstempeln, weil ich nicht weiß, was drauf ist. So, aber das macht ja nichts. Deshalb habe ich ja hier mein Blatt. Beautiful Life, na, ist doch aber auch gut. Das heißt, das stempeln wir mal hier so. Eigentlich so mitten in der Mitte, dachte ich. So. Ja. Mit dem Lila. Und, ups. Und, ja, und diese. Da würde ich jetzt lieber gerne das Grape nehmen. Und da so ein bisschen. Vielleicht hätte ich es doch nicht auf dem Block machen sollen, dass es nicht so fest ist. Ich muss mal gucken. Ja, das genauso dachte ich mir, das, ja, dass das eigentlich ja nicht so richtig drauf ist. Das ist so bloß ein bisschen angeditscht. Ja, das passt schon, na gut. So, ihr seht jetzt hier unten auch, was immer mal passieren kann, weil diese. Ne, der dünne EZ Mount, das drückt eigentlich nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Ne? Bei dem hier, bei dem dickeren ist es einfach so, wenn ich hier drücke, drückt sich das zusammen.
und sorgt dafür, dass der Abdruck auch irgendwo vernünftig ist. Bei dem Schwarzen hier, da drückt nichts richtig. Deshalb habe ich hier zum Beispiel in der Mitte auch einen doofen Abdruck. Da hätte ich jetzt eigentlich wieder was runterlegen müssen am besten oder irgendwas. Wäre schon besser gewesen, aber das ist jetzt nicht so. So, ja, mal gucken, dass wir hier vielleicht doch lieber abnehmen. Dann eher so was hier machen. Kann ich nämlich dann da so rumstempeln. Das macht mich manchmal ein bisschen besser, wenn man es in der Hand nimmt und hier nur irgendwo so einen Abdruck hinmacht. So. Oh, so gefällt mir das schon ganz gut. Das ist jedenfalls besser, finde ich jedenfalls als vorher. Das legen wir mal schon mal weg. Die andere Seite, wie gesagt, will ich nicht bestempeln. So, das hatten wir jetzt schon. Ich muss hier mal ein bisschen aufpassen mit meinen offenen Stempelkissen. Dass ich da nicht allzu doll rin ditsche. Ja, jetzt kommt die nächste Seite. Da haben wir jetzt ja so was hier mit der Karte. Da wäre jetzt zum Beispiel hier an der Stelle ja nicht so schlecht, da mal so ein paar was hier hinzumachen. Die wäre vielleicht auch lieber runternehmen. Das wäre vielleicht nicht schlecht hier, wenn man es nicht so. Dann ist nicht so viel davon da. Das ist ja. Ja. Das ist schon eine krasse Farbe, ne? Irgendwie so ein bisschen. Schon ein bisschen doller. So. Weil sieht natürlich nicht schlecht aus, wenn es nur so angedeutet da ist. So, machen wir dann mal die Farbe alle. Ja, das ist schon schick, finde ich jetzt. Also jedenfalls fällt mir das dann ein bisschen besser, wenn es ein bisschen voller ist. So, hier haben wir noch was dran. Dann gucken wir das da auch noch mal. So. Also wirklich Flecken. Okay, das ist schon gut. Ich glaube, die Seite ist schon in Ordnung. Da brauche ich jetzt nichts weiter ruf. Andere Seite, da könnte jetzt hier zum Beispiel schon wieder mal diese andere Blüte darauf. Wartet mal. Die hier. Da hat ja noch nicht herausgefunden, was das eigentlich heißt. And Dreams, ja, aber hier. Ah, W-I-T-H-E. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ja, ein bisschen schwierig, wa? Das ist ja nochmal ein bisschen doof, wenn man so mit dem Englischen da so. Irgendwie so leicht Probleme hat. Aber davon lassen wir uns jetzt einfach nicht abhalten und stempeln das jetzt hier mal so hin. So. Da ist natürlich gut, wenn man so wie Icke so einen Haufen Stempel hat. Das Einzige ist dann wirklich bloß, man sitzt hier und sitzt hier und sitzt hier und wird eigentlich nie fertig. Weil das, ja, ganz schön lange dauert. So, jetzt nehmen wir hier den. Der wäre vielleicht auch besser. Also da stehen so Blumennamen drauf. Auf dem Stempel. Vielleicht nehme ich den auch lieber ab. Das ist vielleicht besser. Dann machen wir mal hier so ein bisschen hin. Zack. Ja. So. Vielleicht hier. So. Reicht eigentlich. Ja. Ich denke ja. So. Macht das ja immer gleich sauber, wenn es geht. So, und dann könnten wir den hier nochmal, aber auch mit dunkel. Der hält auch nicht mehr so richtig. Vielleicht geht das auch, wenn ich das hier drauf mache, einfach und hier was drauf, ja. Aber nicht so auf dem Block. Ah, das sieht ja sehr eckig jetzt aus. So, ich glaube, das ist schon ja nicht so übel. Ja, ja, mehr. Also ich will ja auch nicht zu viel rumditschen. Dann sieht es auch doof aus. Das lassen wir, glaube ich, so. Die andere Seite hatten wir jetzt so mit dem helleren Ton. Die fällt mir auch ganz gut. So, warte, hier kommt jetzt noch die Karte wieder rein. So, das kommt jetzt schon mal weggelegt. Dann kam als nächstes ja diese Seite, die brauchen wir nicht. Die Seite brauchen wir auch überhaupt nicht hier. So. Dann kommt eine kleine Seite. Die sieht jetzt so aus.
Und auf der Seite hier so, da müssen wir nochmal eine Blüte suchen irgendwo, weil ich habe auch eine ganze Menge so kleine Blüten, die ich eigentlich ja nicht benutzt habe bis jetzt. Was ja immer sehr, sehr schön ist, ist das Ding hier. Und wenn wir jetzt da doch einen Block suchen, glaube ich. Zwar ist das so ein, ich weiß ja nicht, wie das Ding immer hieß. Dann nehmen wir aber einen dunklen, glaube ich. Da habt mal einen Stempel, da haben die ganz, ganz viel für bezahlt. Was den dann irgendwann ganz selten gab oder irgendwas. So ein Ding ist das da. Und meiner ist aber nicht das Original, sondern irgendwie was anderes. Und ich finde den aber trotzdem schön. So, den haben wir jetzt schon mal da drauf. Ja, mal gucken, was hier noch so alles drin ist in meinem ganzen Gewühler. Darin machen kann. Ich habe dann noch hier so eine kleine, wie so eine Art Schlüsselblume ist das ja. Die könnte man vorne noch draufsetzen. Hier ist ja jetzt schon mal drauf. Na, das ist doof. Nee, die passt da nicht hin. Das geht nicht. Na, dann machen wir vorne keine Blumen mehr hin, sondern versuchen das nochmal. Jetzt habe ich das natürlich blöd gemacht, dass ich es hier echt angeklebt habe. Ja, gut, egal. Da nehmen wir hier mal das halbe. Okay. So. Nee, darüber. Ich will da oben. Da machen wir den noch mal hin. Muss wirklich aufpassen, weil ich ditche sonst alles voll. Kennt mich ja. So. Und die andere Seite machen wir jetzt mit dem dunkleren. Kann man jetzt einfach das dunkle Ruff machen. So, und am liebsten würde ich jetzt hier nochmal überlegen. Ich habe noch so einen anderen Stempel, den muss ich mal kurz holen, kleinen Augenblick. Sowas, wenn ihr sowas mal hier findet, das ist auch mal toll. Das ist wie so ein, ja, wie so ein Quackelmuster oder sowas. Und der sieht immer richtig gut aus. Wenn der so abgestempelt ist, seht ihr vielleicht, ja. Da entsteht hier so ein bisschen. So ein Muster. So, da ist noch was drauf. Hier was hinmachen und hier ist ohne irgendwas. So, ja, das reicht mir jetzt schon. Finde ich schon sehr gut. Also die ist ja nur auf der Seite angefärbt und ja auf der Seite nicht. So, das haben wir. Dann kam die Seite. Und die habe ich ja jetzt ganz schön hier angefärbt, so irgendwie. Das ist jetzt ein bisschen. Da könnte man jetzt zum Beispiel diese kleine lustige Schlüsselblume hier hinstempeln, denke ich mir mal. Mit dem helleren. Da hat der ganz schön viele Rufe gemacht. Das ist ja wie so eine Herzschablone, die ein bisschen komisch ist. Machen wir mal hier so einen Stempelabdruck hin. Ja, das ist so typisch. Na, ach, Art Deco. Das Ding, das habe ich, weiß ja nicht, wie oft ich das ist, glaube ich, so ein Goodie. Das habe ich bestimmt noch nie gestempelt. Da gibt es so einige bei mir, die hier so liegen und darauf warten. So, Moment mal. Und hier haben wir so eine kleine, so ein kleines, eine Art Stiefmütterchen, das sieht ja, die kann man hier eigentlich hinstempeln. Vor allem, man kann natürlich jetzt auch hier mit so was eine Bordüre setzen, irgendwie war so ein bisschen, einfach wenn man es ein bisschen kippt. Ich jetzt hier so ein bisschen Bordüre hin. Bis oben halt natürlich nicht aufgepasst, dass ich da bis oben hinstempeln kann, aber ist auch nicht so schlimm. So, okay. Weil jetzt kann ich hier wieder, ja, entweder mit dem hier wieder was machen. Also, wie gesagt, das ist ja das, was ich so schön finde an der ganzen Stempelei, dass ich mir da irgendwas aussuchen kann und irgendwas drauf stempeln kann.
Hier zum Beispiel können wir jetzt mal den Teil von der Unterschrift hin machen. Dann haben wir hier noch ein Dings und da noch was. So ein bisschen Stempelfarbe drauf, also kommt hier noch was hin. So, und wie gesagt, und der sieht wirklich auch gut aus, wenn man den jetzt ein bisschen dunkler machen mag. Ich muss mal so aufpassen, wie gesagt, dass ich da nicht zu viel hinmache, aber ich denke, wenn man hier reinschreiben möchte, dann findet man hier immer was und man hat ja heutzutage Stifte ohne Ende. Das schreibt ja eigentlich über alles, was man da so hat. So. Okay. Hier noch ein bisschen Ditch. Da ist ja nicht richtig weit runtergekommen. So, und hier ist noch irgendwas dran. Ne? So. Oh, okay. Die Ecke noch. Hier noch. So, finde ich jetzt ja nicht schlecht. Jetzt müssen wir hier innen nochmal gucken. Da kann man ja jetzt auch mal so eine von den Blüten machen. Wo ist denn die große? Kann man die große da hinstempeln? Ja. Weiß ich nicht, traut mich das? Ja doch, Mike, traut mich. Weil das ist hier so ein Stempel, der, ja, weiß ich nicht, so ein vollflächig eigentlich. Das sieht er ja gleich. Oh, ich finde den total schön eigentlich. Da habe ich ja schon mal die Tulpen irgendwie benutzt, die ich da habe. Mal sehen. Die Frage ist natürlich, ob der jetzt hier gut drauf aussieht, weil, na doch, ja, das ist schon nicht schlecht. Es ist natürlich richtig knallig lila und der Abdruck ist jetzt auch nicht vollflächig, seht ihr ja, ne? Aber das muss er ja hier in dem Fall auch nicht wirklich sein. Der reicht ja, wenn er so ist. So, da haben wir sowas. Das reicht jetzt eigentlich und jetzt können wir hier wieder mal ein bisschen mit dem was machen. Einfach so. Schrift hinditschen. So. Okay, und ja, was nehmen wir jetzt? Wir nehmen wir jetzt den langen hier. Also gerade die Stempel, die so irgendwie Kleckse oder sonst was machen, die sind natürlich total gut. Mir mit irgendwas zu machen und da gibt es ja so viele, das ist ja das Schöne. Das ist ja das Schöne an Stempeln, was ich so mag, dass es da so unendlich viel gibt, dass für jeden irgendwas bei ist und naja, jeder irgendwas machen kann. Huch, fällt mir glatt aus der Hand. So, ja, das finde ich schon ja nicht so übel, bleibt so. Und dann haben wir diese. Das ist ja ein bisschen schwierig, weil hier ist ja so viel Struktur drauf schon. Da wird jetzt überhaupt kein schöner Abdruck bleiben oder kommen. Da wäre natürlich vielleicht jetzt wirklich die hier auch nochmal interessant. Ob das was wird hier. Und da nehme ich jetzt aber mal das dunklere. Weil das ist eben auch so ein Schattenabdruck von so einer Blüte. Jetzt auf der Struktur hier, naja, doch, sieht aber, oh ja, nicht schlecht, oder? Der ist wirklich schön. Der ist echt schön. Ja. Aber er schlägt jetzt auch durch. Das ist natürlich immer so ein bisschen problematisch. Das ist ja selbst auf diesem Papier, ist ja selbst die Schablonierei da vorne durchgeschlagen. So, dann habe ich hier so eine ganz kleine, das habe ich noch nie benutzt. Das ist wie so eine, ja, so eine Rose oder sowas eigentlich. Ja, genau. Die machen wir jetzt mal hier an den Rand. So. Oh, die haben es cleanet. Huch, wahrscheinlich auch irgendein Goodie oder sowas, denke ich. Ja, irgendwie halt hier ein bisschen. So, und dazu machen wir jetzt wieder den in etwas heller. Dann natürlich jetzt nicht wirklich was zu sehen ist, weil es einfach nur auf dem Ganzen aussieht wie irgendwas
So. Da haben wir ja nichts, ne? Seht man ja. Da ist einfach nur Stempelfarbe drauf, weil keine Möglichkeit da ist, irgendwie einen Abdruck drauf zu kriegen, weil es einfach mal so gecrunchtes Papier ist, aber das ist ja auch nicht so schlimm. So, das lassen wir so. Dann halt noch ein weißes. Da könnte man ja jetzt auch versuchen, irgendwie nochmal eine Blume drauf zu machen. Ich habe natürlich das Problem, dass ich keine wirkliche Hortensie habe. Mal, also auf die Seite machen wir hier keinen Ruf. Wir machen auf die Seite nochmal einen Ruf. Das war natürlich ein bisschen doof. Ah doch, okay. Gut. Dann können wir jetzt einfach mal auf die andere Seite den in einer anderen Farbe setzen. So, finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Und jetzt kommt noch ein bisschen, vielleicht wirklich von dem Crackle da. So, machen wir hier mal ein paar helle hin. So, die können wir ja hier auch machen, ist ja egal. So, ich finde, das reicht schon. Wie gesagt, da soll ja nicht so viel ruf. Machen wir hier noch irgendwas? Das Einzige, was man hier jetzt noch machen könnte, wäre, dass man hier noch mal ein bisschen Schrift hin macht, vielleicht so. Dass man es in die, hier so, ne? In die Abdrückerin so ein bisschen Schrift macht. So, vielleicht, das könnte ein bisschen gehen. So, und dann machen wir das jetzt auf die andere Seite auch nochmal. Ich denke, das reicht dann auch. Da muss ja nicht überall irgendwas sein, ne, oder? So. Jo, dann ist das Blatt fertig. So, und dann kommt eigentlich nur noch hier die Mitte. Also ist jetzt die eine fertig. Ja, und dann mache ich jetzt bei allen diesen vier Signaturen und dann bringe ich erstmal so weit durch mit dem Stempeln.